In Berlin begrüße ich Bernd Rixinger, den Vorsitzenden der Linkspartei. Herr Rixinger, Sie haben gekocht mit Ihrer Co-Vorsitzenden Katja Kipping, um sich besser kennenzulernen. Es gab, heißt es, Nudeln mit Zucchini-Sahnesoße. Was haben Sie denn beim Kochen übereinander erfahren? Ja, wir haben erfahren, dass wir uns gut miteinander verstehen, dass wir uns gut ergänzen und dass wir uns zutrauen, die Linke wieder nach vorne zu bringen. Was ist denn dann Ihr Rezept gegen die Euro-Krise? Ja, wir haben gesagt, dass wir nicht länger einsehen, dass die kleinen Leute, die Rentner, die Arbeitnehmer für die Krise bezahlen müssen, sondern wir sagen als einzige Partei im Deutschen Bundestag, dass die Reichen durch eine Vermögenssteuer für die Krise haften und bezahlen müssen. Wir sagen weiter, dass es Unsinn ist, dass die Europäische Zentralbank den Banken billiges Geld für 1% gibt, um es dann an die Staaten mit 6 oder 7% Zinsen wieder zu verleihen. Und das müssen auch die Bürger und Bürgerinnen bezahlen. Und wir sagen drittens, dass die Banken dringend reguliert werden müssen, die Finanzmärkte, und sich die Regierungen nicht länger am Nasenring durch die Arena ziehen lassen dürfen von den Banken und Investmentgesellschaften. Sie sind die einzige Partei im Bundestag, die nicht mitmachen werden bei den Maßnahmen, die dort geschlossen werden sollen, worüber entschieden werden wird jetzt am Freitag. Haben Sie nicht Angst, dass Sie sich damit, dass Sie damit Europa schaden, indem Sie diese Schritte nicht mittragen, die von einer Mehrheit offensichtlich für notwendig gehalten wird? Nein, im Gegenteil. Wir klagen, weil er durch den Fiskalpakt praktisch auf ewig eine Politik festgeschrieben wird, die das Budgetrecht des Bundestags und der einzelnen nationalen Regierungen gravierend einschränkt. Und wir sagen sogar, dass das grundgesetzwidrig und demokratiefeindlich ist, weil ausgehebelt wird, dass Deutschland ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat ist. Rechnen Sie denn mit einer Zweidrittelmehrheit in diesen Entscheidungen? Ich rechne mit einer Zweidrittelmehrheit, aber das spielt im Kern für die juristische Entscheidung keine Rolle. Karlsruhe wird entscheiden, unter anderem, weil Sie das Verfassungsgericht angerufen haben. Das haben wir im Beitrag ja gerade gesehen. Sie haben die Frage der Souveränität gerade angesprochen. Und Sie haben im Vorfeld auch immer gesagt, die deutsche Politik darf nicht delegiert werden an Brüssel. Wenn man sich Herrn Schäuble und Frau Merkel anhört, dann geht aber der Weg genau dahin. Und die Frage ist, ob es dafür überhaupt eine Alternative gibt, wenn man Europa retten will. Muss man nicht mehr Souveränität abgeben? Ja, das ist ja nicht die Frage, sondern an wen die Souveränität abgegeben wird. Sie wird ja nicht abgegeben an das Europaparlament, an demokratisch gewählte Regierungen oder Parlamente, sondern sie wird abgegeben an Kommissionen, über die indirekt die Regierungen wieder bestimmen. Das ist in höchstem Maße undemokratisch und nicht zulässig. Aber dann würden Sie sagen, ja, weniger Deutschland, mehr Europa? Ja, das kommt drauf an. Wir haben ein anderes Konzept von Europa. Wir sagen, wir brauchen einen Sozialpakt. Wir können Europa nicht allein über die Finanzmärkte bestimmen lassen, sondern wir brauchen Mindestlöhne, wir brauchen soziale Standards, wir brauchen Steuerregelungen, die es verunmöglichen, dass in einen Steuerdumping-Wettbewerb nach unten gegangen wird. Aber das, Herr Rixinger, Entschuldigung, tatsächlich dann nur für alle Staaten, was auch bedeutet, dass Deutschland seine Souveränität, auch was Haushaltsfragen möglicherweise, aufgeben muss. Ja, Deutschland kann Souveränitätsrechte abgeben, darf sie aber nicht an Kommissionen abgeben, sondern nur an demokratisch gewählte Vertreterinnen des deutschen oder auch des europäischen Volkes. Inwiefern soll denn das deutsche Volk in diesen Fragen mitentscheiden? Herr Schäuble hat eine Volksabstimmung über die Zukunft von Europa ins Gespräch gebracht. Ja, da müssen wir unterscheiden. Einerseits, wenn tatsächlich Souveränitätsrechte abgegeben werden, dann geht es gar nicht ohne Volksabstimmung. Aber die Linke fordert ja auch, dass über solche Einrichtungen wie über Fiskalpakt oder ESM Volksabstimmungen durchgeführt werden. Und wir sagen, auch das europäische Volk soll darüber abstimmen, ob wir bestimmte Sozialstandards, bestimmte Mindestlöhne, bestimmte Steuersysteme einführen und dass das nicht von nicht gewählten Kommissionen erledigt werden kann. Bernd Rixinger, vielen Dank für diese Einschätzung.